Wie heißt du? Guten Tag, guten Abend. I can fly. Superman. Weil die laufen manchmal so langsam. Ich will eigentlich ein bisschen schneller laufen, aber ich komme ja nicht vorbei. Hey. Schwäbisch, aber kein Deutsch, Schwäbisch. Du kannst Schwäbisch babble. Das habe ich zuerst gelernt. Frag mal, das ist voll schwierig, was der macht. Ab geht's. Okay, Condotella. Okay. Oh, das ist irgendwas Religiöses. Gebt euch mal die Aussicht hier. So, ich bin jetzt hier noch im Malecón de Miraflores. Ein sehr bekannter Platz mit super geiler Aussicht. Ach, hier hat es übrigens einen Calisthenics-Platz, geil. Gebt euch mal die Aussicht hier. Sehr windig, aber richtig geil. Ja. Und da hinten, das ist sogar ein Playa, da schwimmen die rum. Also sehr schöne Promenade hier zum Rumlaufen. Ich habe mich mal jetzt hier irgendwo wandermäßig absetzen lassen und ich laufe jetzt einfach mal hier planlos rum. Guck mir das mal ein bisschen an. Wir haben jetzt schon 5:30 oder so. Wahrscheinlich jetzt geht bald die Sonne unter. Mal gucken, was ich noch mitnehmen kann jetzt. Es riecht nach frisch gemähtem Gras. Echt schön. Viele Leute, weil ja heute Sonntag ist, haben alle frei. Oder viele haben halt frei, ja. Und chillen halt hier ihr Leben. Das ist cool. Very cool. Schön gemacht hier, oder? Ja, dafür ist Lima bekannt, ja, für diese schöne Aussicht hier. Nach hier sieht man das noch. Sehr viele Paraglider, ja, also an verschiedenen Stellen. Hier welche, da hinten noch. Welcome to YouTube channel. Please subscribe and click the like. Thank you. Ja, sehr geil, da trainieren sie auch schon, ja. Sehr, sehr geil, ja. Oh ja. Das ist gut. Ja, muy fuerte. Ja, ja. Bien, bien. Wow, hier Paragliding. Nice. Ja, klar, ich muss jetzt auch mal eine Runde probieren, den Jungs zeigen, hier, wie der Papa das macht. Russia. Nein, Alemania. Alemania, Deutschland. Bier. Ja. Hablas alemán? Oktoberfest. Oktoberfest, ja, mucho cerveza. Wie heißt du? Guten Tag, guten Abend. Wie heißt du? Mi nombre es Frankie, ¿y tú? Frankie, José. José, mucho gusto, José. Él es este... Gabriel. Alias Gabriel. Gabriel, mucho gusto, ya. ¿Y tú? Alex, mucho gusto, ya. Wow. Deutschland. Ja, ja, bien, más o menos. Ahora no. Usted es muy fuerte, ¿eh? Gracias. Calistenia, a mí también. Ja. Ja, me gusta. Ja. Gut, ja. Vargas, ja. Es, la verdad, solo Calistenia, no gimnasio, nada. No. Sí, ¿no? No. Wow. Hoy es mi día libre, no des... Qué bueno. Ja, más o menos. Congratulations. Ja. Gut. Ja, das ist gutes Training, aber die seitlichen Bauch. Die sind gut für Schultern, für Rücken, die machen breit, bauen echte Power auf. Ja? Mache ich auch immer. Vamos, vamos, gringo, vamos. Ahí está. Ahí está. Ese gringo es fuerte también, ¿ah? Está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está bien, ¿ah? Oh, está bien, ¿ah? Está bien, el gringo. Tengo mucho hoy. Oh, no. Un aplauso para el gringo. Está bien, gringo. Du también? Du strong. Na ja, más o menos. Probado. Sehr cool drauf. Das ist immer so meine Connection zu den Leuten mit Sport. Ja, da tut man sehr schnell Leute kennenlernen, weil man so die gleichen Wellenlänge hat. Hoppala. Ich werde gleich überfahren hier von der Kleinen. So, hier, das ist die schöne Aussicht mit der Sonne. Echt der Hammer, huh? Und da hinten schön die nationale Flagge von Peru. Boah, das sieht aus hier. Wahnsinn. Boah, ich merke richtig, ich habe jetzt gerade mal da die paar Muscle-Ups gemacht. Ich bin heute gar nicht aufgehört, ich habe noch keinen Sport gemacht. Gleich hier aufgepumpt, ja. Ja, ich bin auch wieder so ein Idiot. Die verkaufen hier alles Wasser und ich habe jetzt merke ich, ich habe überhaupt gar nichts mitgenommen. Normal nehme ich ja was mit. Hier starten die. Wow.
Startet jetzt da. Ab geht's. Ah, das ist ja auch schön gemacht da. Wie heißt es? Slackline heißt es, glaube ich. Fängt da auch noch an zu jonglieren, hey. Muy bien. Oh, respecto, respecto, amigo. Respect. Muy bien. Es ist muy fuerte, ja? Das ist hart, hart, ja? Guckt euch mal das an. Ui, das ist ja voll der Zirkus hier. Wow. Das ist ja crazy. Ich wohne hier. Aber warum sprichst du Deutsch? Das ist interessant jetzt. Musst du mir mal kurz erklären. Ja. Hab einfach gelernt. Also, ich wohne jetzt in Deutschland. Ja? Aber ich habe früher Deutsch gelernt. Du hast Deutsch hier gelernt? Nein, in Deutschland. Aber in Deutschland? Drei Monate in Süden. Ah, wow. Mal, dann bist du erstmal intelligente. No tengo talento por español. Parlo, you're gonna try it. Ja, but I have no idea how. Or what? Ja? Okay, what I have to do, I don't know. Okay, for your service. Also, ich probiere jetzt mal hier ein bisschen Zirkus zu machen. Mal gucken. Ja, okay, what is the first step? I don't know. First step is. Huh? Here? Yeah, I don't know. Go on the ground? You are the trainer, the professional. Okay. Yeah? Go to the ground. Okay. On the ground? A bit now. Yeah, yeah. Chico, por favor, apostalo. No sé. Tu padre, por favor. Okay, on the ground, on the line. Or? Yeah, listen to her, listen to her. Huh? Yeah. Listen to her. Okay. Nice. Now you can get up your feet. But I'm not sweatable. What? No sweatable. No yoga. No, not. Oh, no, no. Oh, it's maybe just, it's gonna have very skewed tibialis. Yeah, no importa, no importa. Yeah, bien. ¿Cómo te sientes ahora? Te duelen las piernas, ¿verdad? Mejor en inglés. Inglés? Yeah. Yeah. Okay. You have to bend your knees to your chest. A little bit, but don't release her. Okay. Always I'm together. I'm gonna put your weight, my weight on you, and you can do like you know that exercise in the gym when you do this. Yeah. Exactly. Okay, so do this with me. Like press it, but slower. Control her weight. You have to control slowly. Her weight. Okay. Slowly. Yeah. And now up. Bring her down and bring her up. Okay. No, don't release her. Yeah, exactly. This is good. Yeah. Leg press, right? Leg, yeah, exactly. No. But the weight is intelligent. The weight is smart. Your wrist arms. Over your shoulders. Mm-hmm. But not that way, like really. Yeah, exactly. This one. Okay. Now give me a little bit more. Like open your fingers to the side and now press her up. No with the legs. Up. Like now press her up, not to the Jawohl! Jawohl! Now, straight your legs as much as possible without lifting your butt. Yeah, yeah. It's good. Are you gonna try once more? It's not about. It's not about the maximum, it's your maximum. Yeah. It's your. This is my maximum, yeah? Yes, nice. Yeah, okay. Yeah, it's good. You can work with that. No problem. Yeah. Okay. This is the first position. First step. Yeah. Your wrist respira, breathe. Yeah. That's it. Can you straighten your legs more? Nice. And look. You wanna move to another one? Das ist anstrengend, ja? Ja, am Anfang. Wow. Wenn du mehr machst, dann ist es einfacher. Ja, ich bin das nicht gewohnt, ja? Ja. Okay, oder? Boah, übelst anstrengend, ey. Leck mich am Arsch. Es brennt. It's burning a little bit, ja? Ja? Ja, no. Maybe you can fly him. I have to move. Huh? You have to. Okay, so you're. How do I change the. You make it with me, I have to do this. I can do this, right? Yeah, this, yeah. Nice. Come on here. So? Feeps? I'll follow you. You're straight, yes. Mann, der ist stark. Wow, er ist muy fuerte. Bring your chest up. Chest? Yeah.
under. Yeah. And your Bauch ein bisschen mehr anspannen, ja? So you come here. Gut nach vorne. You can, I can fly. Superman. Du bist Batman, ne? Hier. Okay. Dann, ich brauche mehr Gewicht hier. Und rechts? Beide. Beide? Und jetzt sitz. Sitzen? Ja. Mehr sitzen, mehr. What the Loco! What? No! No? Oh, schau, es geht ab. Das ist ja verrückt. Ja. Jetzt sitzen. Das ist crazy. Mehr Gewicht nach hinten. Nach hinten? Ja, ja, genau. Ich hab keine Ahnung, was du machst, ey. Alles gut. Be safe. Alles ist verrückt, was ich alles mache. Und noch eine, okay? Was, noch eine? Nach hinten. Nach hinten? Sitzen? Ja, mehr, mit dem Rücken. Mit dem Rücken, ja? Mehr, schneller, schneller, schneller. Okay? But if I come down, I'm coming down that way towards you. Hände über deinen Kopf. Über meinen Kopf? Ja, genau. Ja, genau, so ist. Oh, das tut gut. Oh, ja. Atmen! Wow! 10 Points! Thank you! Wow! Das ist ja geil! Wow! I had a little bit fear! A little bit? Ja? Wow! Das Alemannia! Ja? Wie du? Peru? Okay. Peruana, okay. Gracias, wow, das ist Athletik, ja? Boah, das ist ein little bit Zirkus. Oh, ja, das ist Zirkus, ja. Er hat 3 Monate gebraucht, um Deutsch zu lernen, das kann ja gar nicht sein. Ja, Schwäbisch, aber kein Deutsch, Schwäbisch. Schwäbisch babble. Das habe ich zuerst gelernt. Nein. Kein Deutsch. Wow, aber dann bist du echt, dann hast du echt Begabung. Ja, weil ich mache schon so lange mit Spanisch rum. Vergiss es, ey. Das ist nee, ja. Oh. Wenn du im so wie hier, wie es sehr international, Englisch, das ist schwer. Ja. Aber wenn du mir ein Dorf hast, ja, du musst an die Wand stehen, ja? Ja, ja. Wow. Wo ich war, gab es ein bisschen Englisch, aber es war meistens Schwäbisch, Deutsch. Schwäbisch. Das ist krass. Ja, Schwäbisch-Badisch, ja. Wo warst du in welchem? Ravensburg. Ah, Ravensburg, ja, okay. Okay, Stuttgart, ja. Hey, you need to follow him, follow him. Sau geil, Alter, aber ich hatte echt Angst ein bisschen, jetzt, dass ich da voll auf die Fresse fliege. Ja, das war das erste Mal. Aber die haben gemeint, haben mich ganz gut angestellt, auch wenn ich gefühlt ein bisschen dappig war, aber es ging, ja. War auch hilfreich, dass man Calisthenics macht, da hat man eine gewisse Grundstruktur vom Körper, dann geht das schon. Die Power Bars! Ja, war lustig, dann kann der plötzlich Deutsch, ja, aber wie gut er Deutsch kann, drei Monate hat er gelernt, angeblich. Kann ich mir zwar jetzt nicht ganz ehrlich vorstellen, aber glauben wir es ihm mal, ja, dann hat er einfach Talent, ist er intelligent. So schnell würde ich auch gerne meine Sprache lernen, hey. Why are you crying? But what is this, for the child? Is it for the child or they, the child do pictures with it? The ah, okay, but I'm not child, no necessity on photo. Child or funny picture too? Gracias, yeah, for YouTube, para ti. Yeah, thank promotion. You. Thank yeah. You. ¿Cómo te llamas? My name is, a lot name, pero the principal name is I Love Lima, Peru. Me también. I'm the owner. Yeah, you're the owner. Of the brand. Okay, mucho gusto. Okay, gracias. Feliz día, ja? Das ist so das Schöne am Reisen, immer irgendwelche Leute kennenlernen, ein bisschen die Unterschiede rauserkennen von den Kulturen, ja. Die sind schon ein bisschen anders drauf als jetzt die Kolumbianer oder so, oder Mexikaner, wie auch immer. Aber auch alle lieb und nett. Macht sehr viel Spaß gerade. Hier stehen sie wieder an wie die Verrückten. Was gibt's denn hier schon wieder? Bananen wie im Osten? Ah, Toilette ist das. Was gibt's hier? Was haben sie hier? Ah, das wird Eis sein, ja. Das ist kein Eis. Guck mal, was die machen hier. Käse esse. Como? Crepe. Crepe, ja, okay. Ah, con Nutella. Ah, okay. Wow. Rico. Hola, buenas tardes. Mhm. Die sehen ja lustig aus mit den Hüten da, ne? Ist so bei One Piece oder so. Aber ja, haben alle Bock auf Crepes. Preparier, ha? Ich will ja jetzt auch noch mal was essen. Aber ich will was Gescheites und nicht so Süßkram da. Das macht immer Pompoi. Wirklich schön hier, bis alle hier rumchillen. Hat was, sind so viele Leute. Wo ist das?
Ja, alle nett. Wahnsinn. Oh, guck mal hier die Statue da, was ist das denn? Ah, da ist irgendeine Show. Oh, das ist irgendwas Religiöses. Para que pueda ser perdonado. Y para que puedas empezar de nuevo esta perdonada. Der kleine Pompoi Hund da, guck mal. Ja, der labert halt irgendwas von der Bibel oder so, keine Ahnung. Hier, der Steg, den sieht man jetzt hier viel besser, ja. Ah, hier kann man nämlich runterlaufen, den ganzen Weg wahrscheinlich. Komplett. Ah, hier interessant, das hat mir gerade der Uber-Fahrer erzählt. Es gibt so eine Schutzmauer, hier haben sich ganz viele Leute runtergestürzt angeblich. Die haben sich umgebracht, weil sie depressiv waren oder so. Echt heftig, ja. What the fuck? Ja, deswegen. Ist schon hoch. Schade, dass jetzt hier die Wand ist, weil man kann jetzt da überhaupt nicht durchgucken. Ein bisschen die Aussicht genießen. Man hat zwar die anderen Stellen hier. Hier wäre halt jetzt auch schön gewesen, aber wenn sich halt hier knapp 100 Leute runtergestürzt haben, hat er mir erzählt. Schon heftig. Ich weiß jetzt nicht in welchem Zeitraum, aber scheint halt so arg gewesen zu sein, dass die halt jetzt die Wand hier hingebaut haben. So, jetzt bin ich mal auf der anderen Seite. Von da hinten bin ich gekommen. Also das ist wirklich schön, ja. Also auf jeden Fall so der Hotspot hier oder das Highlight hier in Lima anscheinend. Ist auch schön gemacht, ja, diese Statue. Und da hat es auch schon wieder so einen Kreppestand. Scheint irgendeine Kette zu sein. Und die stehen auch schon wieder an, ohne Ende. Was ist da los, hey? Die fahren voll auf Kreppes ab. Hier ist auch so voll. Das ist alles voll gestopft. Angeblich leben hier 13 Millionen Menschen. Wow. Ja, hat mir der Fahrer gestern erzählt. Ja, ich habe so leichte Probleme, weil die laufen manchmal so langsam. Ich will eigentlich ein bisschen schneller laufen, aber ich komme hier nicht vorbei, hey. Ja, nächstes Mal laufe ich nicht mehr an so enge Gassen da durch. Das ist ja nervig. Hier, versuch da mal zu überholen, die ganze Zeit. Ich habe mega Durst, aber hier kommt einfach kein Laden. Das ist alles hier nur so Promenade und ich habe jetzt einfach mal voll Bock, so ein peruanisches Bier zu trinken. Das ist auch so klassisch jetzt Peru. Ja. No, no, gracias, no despacio, no tengo. Die wollen mir mal so Sachen andrehen, was soll ich machen? Ich habe doch keinen Platz in meinem scheiß Koffer. Hier macht der Fotos. Scheint ein beliebter Fotospot zu sein hier. Ja. Boah, der Security-Typ hat mir jetzt erzählt, was habe ich vorhin gesagt, mit den Leuten, die hier runtergesprungen sind. Da ist ein Unfall passiert hier. Also wenn ich es recht verstanden habe, hier hat einer Fotos gemacht und ist hier runtergefallen. Ja, war Feierabend. Wie ihr sieht, aber man sieht ja auch hier Netze, ja, als Sicherheit. Nee, aber das bringt ja gar nichts. Wenn du da runterfliegst, ist fertig. Ja, guck mal, das ist ja auch voll knapp. Ja, also da kann man ja voll rüberfallen. Deshalb hat er jetzt auch gerade die ganzen Leute, die da standen, verscheucht, ja, weil das einfach zu gefährlich ist, da war keine Absicherung. Ja, gebt euch mal hier die ganzen Felsformationen hier, das ist irre, oder? Wie das... Echt schön. Das ist so klassisch Peru jetzt hier, ja. Sind gar kein Ende hier. Aber schön ist ja, hier ist ja der Gehweg und das ist hier der Fahrradweg. Ja, extra getrennt. Weil ja so gibt es so gefülltes Brot. Okay. Ah, interessant, hier gibt es so einen Skaterplatz. Ah, ja. Krieg ich nicht hin. Hier gibt es für jeden etwas. Also, wow. Okay, hier gibt es die Mall, wo sie alle reinrennen. Es scheint hier wieder so ein sehr schöner Fotospot zu sein. Gute Aussicht. Okay, die machen jetzt Foto hier mit der Sonne hier. Ja, ist krass hier, die Mall und dann bei der Aussicht. Echt schön. Das ist interessant hier, ist irgendein Haus und lauter verstorbene Leute hier abgebildet. Warum auch immer. Wie viel das ist. Das geht von da hinten komplett die Reihe, der ganze Zaun hier lang. Also hier steht irgendwas von Helden der Medizin. Das ist ein Typ, der uns gerade erzählt, das sind alles Mediziner, die durch Covid gestorben sind. Da kann jetzt jeder davon halten, was er will. Ja. Das ist auch interessant, das gab es in Kolumbien auch. Man kriegt dann hier so eine Karte und kann sich dann hier so ein Fahrrad nehmen und kann dann damit rumfahren. Sieht ja auch lustig aus hier an dem Totenkopf. Das schreckt auf jeden Fall ab. Ich dachte schon, die Kolumbianer sind Hunde verrückt, aber hier rennen auch so viele Hunde rum. Das ist irre. Ja.
Das ist meistens in den Vierteln, wo die Reicheren leben. Und das war's auch für heute. Ich hoffe, der Ersteindruck von Peru bzw. Lima hat euch gefallen. Also ich bin sehr beeindruckt bis jetzt. Mir gefällt's hier. Sehr nette Leute. Essen und so, ich konnte noch nicht viel probieren. Das mache ich jetzt die nächsten Tage. Und wie immer gerne sharen, abonnieren, ganz wichtig, und auch kommentieren, damit der Alko das Video pusht. Unten habe ich noch einen Spendenlink, da könnt ihr mir einen Kaffee ausgeben. Und ich freue mich auf euch beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.